Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Episode. Der siebte Spieltag steht an. Heute gibt es noch keine Konferenz, am achten Spieltag auch nicht sicher, aber am neunten, das ist ja der letzte Spieltag, der kommt dann schon nächste Woche Samstag, wird es auf jeden Fall diese Konferenz geben, auch dann wahrscheinlich in beiden Ligen, also Nordwest und Südost. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Reinschalten, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß jetzt beim Gucken. Los geht's mit Braunschweig gegen den HSV. Los geht's. Der Hamburger SV ist zu Gast bei Eintracht Braunschweig am Samstagabend und für Braunschweig geht es darum, sich weiter von unten absetzen zu können. Der HSV wartet noch auf den zweiten Sieg in dieser Saison. Hier mussten sie aber in der 18. Minute das Gegentor schlucken. Nick Proschwitz in der 18. Spielminute bringt Blau-Gelb in Führung. Da kann er sogar zweimal schießen. Im zweiten Abschluss ist dann die Szene nicht mehr zu bereinigen. Es gab wenig später die Chance, noch einen draufzulegen. Daniel Heuer-Fernandes aber passt auf, 24. Spielminute. Gute Parade des Keepers des Hamburger Sportvereins. Und es wurmt die Hamburger, dass sie einmal gewonnen haben. Nur zwar nicht verloren, aber 5 Unentschieden. Das sind dann wiederum einige Punkte, die dort fehlen. Im zweiten Durchgang wurde dann der HSV mutiger. Mussten sie jetzt auch werden. Bakary Yatta spielt in die Mitte zu Lukas Hinterseher, der aber im letzten Augenblick noch gehindert wird, hier einen gefährlicheren Abschluss zustande zu bringen. Und somit ging es heiß her in der letzten Minute, 90. schon. Braunschweig konnte nicht mehr viel bringen und hatte dann Pech. Es gab Elfmeter. Hinterseher wurde hier wohl am Fuß getroffen. Die Chance für Joel Poyanpalo, das Ding hier noch umzubiegen, aber es sollte nicht sein. Er setzt das runde Leder an das Aluminium und das war's. Braunschweig gewinnt mit 1:0 gegen den Hamburger SV. Der FC St. Pauli hat sich im Tabellenmittelfeld so langsam eingefunden. 2 Niederlagen zuletzt, das hatte man sich dann anders vorgestellt. Der BVB legte hier gut los. Da läuft es auch nicht richtig gut. In der 7. Minute sah es dann besser aus. Jadon Sancho hier im Zusammenspiel mit Erling Haaland. Robin Himmelmann ist dann aus kurzer Distanz überwunden. Und die Anfangsphase war richtig stark. Emre Can aus knapp 16 Metern legt da nochmal rüber. Und Robin Himmelmann ist es in der 12. Spielminute, der hier Schlimmeres gegen Sancho verhindert, der ganz kurz hier vorne im Doppelpack steht, aber von Himmelmann eben noch aufgehalten werden konnte. Die erste Hälfte klar in der Hand der Dortmunder von FC St. Pauli kam, viel zu wenig, das schnupperte nach dritter Niederlage in Folge. Aber der BVB verpasste es, das 2:0 zu erzielen. 33. Minute, nächste gute Chance. Emre Can trifft dann nur das Aluminium. Da ärgerte er sich zu Recht. Es stand 0:1 nach 45 Minuten. Luft war also noch da für beide Mannschaften. Beim BVB haperte es aber nur an der Chancenverwertung. Der FC St. Pauli brachte dann bessere Defensive rein und sammelte sich dann auch in der Offensive, aber auch nur noch eine knappe Viertelstunde zu spielen. Matt Penney legt zurück zu Finn Ole Becker und in der 74. Minute stand es dann 1:1. Das war glücklich, das war absolut schmeichelhaft, ärgerlich für den BVB, absolut überflüssig dieser Treffer. Schlussphase, jetzt wurde es offener. Finn Ole Becker, Fährmann zu Gyökeres, der nochmal quergelegt, Doppelpack. Finn Ole Becker, 89. Spielminute. Der FC St. Pauli dreht diese Partie. Wie das funktionieren konnte, wusste keiner auf den Rängen. Aber so stand es am Ende 2:1 für den FC St. Pauli. Der BVB tritt weiterhin auf der Stelle und steckt relativ tief unten drin. Der SV Werder Bremen schlug kurz vor Schluss zu. Oder unmittelbar vor Schluss gegen Braunschweig. In der 97. Minute gewannen sie noch mit 3:2. Das war ein absolutes
Highlight für den SVW. Nun war der VfL Bochum hier zu Gast. Die erste Chance von den Kameramännern kaum eingefangen. Fünfte Spielminute, Freistoß aus dem Halbfeld. Dann kommt Davy Selke da zum Kopfball. Der geht dann aber recht weit vorbei. Der VfL Bochum in der Anfangsphase aber auch durchaus gut dabei. Vitali Janel zu Sylvain Jeanvoula. Der legt sich den Ball von links auf rechts. Achte Minute, das 1:0 für die Gäste. Es gab noch die ein oder andere Halbchance, viel mehr war dann aber nicht zu holen aus dem ersten Durchgang. Deswegen ging es mit diesem frühen 1:0 auch erstmal in die Katakomben. Doch der SV Werder Bremen hatte ja gegen Braunschweig eben Comebacker Qualitäten gezeigt. Nach 1:2 hieß es da am Ende, wie gesagt, 3:2. Davy Selke jetzt hier am Ball. Eggestein aus der zweiten, ja fast dritten Reihe, 50. Minute, testet da Manuel Riemann. Das ist ein wunderbarer Ball zum Fliegen. Trotzdem, den muss man auch erstmal erreichen. Weiterhin also 0:1. Wir bewegen uns schon langsam so in Richtung Schlussphase und Bremen fiel dann nicht mehr so viel ein. Winsheimer noch einmal. Eggestein kann es klären fürs Erste. Trotzdem nochmal die Chance. Robert Tesche, Vitali Janelt, die Mittelfeldmänner im Zusammenspiel. Janelt bekommt den Ball nochmal von Danny Blum. Aber Pavlenka hält das Ding fest. Trotzdem gab es an diesem Abend keine späte Rückkehr mehr des SV Werder Bremen. Sie verlieren durch ein frühes Gegentor von Sylvain Jeanvoula mit 0:1. Der FC Schalke 04 ist Tabellenführer und jetzt kam Arminia Bielefeld in die Felddienst-Arena. Platz 1 gegen Platz 3. Ein waschechtes Top-Duell. Mit einem Sieg würde Bielefeld sogar an Schalke vorbeiziehen. Trotzdem, was hier von Beginn an los war, konnte eher den königsblauen Fans gefallen. Benito Rahman in der 18. Spielminute mit dem 1:0. Rahman, der unglaublich viele Treffer erzielt. Und jetzt ist er wieder erfolgreich, hält den Fuß rein. Stefan Ortega Moreno aus dieser Distanz ohne jegliche Abwehrchance. Knappe halbe Stunde gespielt. Der FC Schalke 04 wusste nach wie vor zu gefallen. Was Bielefeld ablieferte, war unglücklich in weiten Teilen. Weston McKennie holt sich den Ball von Hartherz. Weston McKennie. Sehr guter Abschluss aus 16 Metern. Dann aber wiederum eine gute Parade des Bielefelder Schlussmanns, der hier die rechte Hand ausfährt und das 1:0 zur Pause erstmal festhalten konnte. Was die Gastgeber ablieferten, war richtig gut. Bielefeld hatte noch einiges an Potenzial liegen gelassen. Nächster Fehler, der FC Schalke 04 im Vorwärtsmarsch. Benito Rahman, das wird auch eiskalt ausgenutzt. 60. Spielminute, Doppelpack des Stürmers. Wieder vorbei, ein ähnlicher Treffer wie schon das 1:0. Aber Bielefeld kam jetzt nochmal. Viertelstunde noch ungefähr auf der Uhr. Da ist Jonathan Klaus, der Franzose, in der 78. Minute mit dem 2:1 Anschlusstreffer. Und die Hoffnung keimte wieder auf. Zumindest einen Punkt hier mitzunehmen wäre ja nach einem 2:0 Rückstand definitiv als Erfolg zu verzeichnen. Und es gab noch diese eine Möglichkeit. Ohne und wieder Klaus, der Torschütze mit der Flanke und Nübel ist da. Riesenmöglichkeit und Glück auch ein bisschen in dieser Szene. So blieb es beim 2:1. Der Ausgleichstreffer war den Gästen nicht mehr vergönnt. Sie müssen sich geschlagen geben gegen den FC Schalke mit 2:1. Das letzte Spiel in der Nordweststaffel war ein waschechtes Derby. Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln im Borussia-Park ging das Ganze vonstatten. Borussia Mönchengladbach mit der ersten Möglichkeit. Flanke von der linken Seite. Stindl kommt auch mit dem Kopf dran. Wirklich brenzlig wird es in der Szene nicht für Timo Horn, aber die erste Torannäherung war damit schon mal geschafft und die Abtastphase wurde so langsam auch überwunden. Schmitz mit einem weiten Ball zu Jakobs mit dem Flankenball auf den zweiten Pfosten. Da kommt auch Florian Kainz mit dem Schädel dran. Aber wird von Oscar Wendt noch behindert und im Sichtfeld
gestört, sodass da nichts draus entspringt. Die letzte Möglichkeit vorm Seitenwechsel, aber nochmal für die Geißböcke. Benno Schmitz. Nicht übel, aber nicht gut genug. Der linke Verteidiger, da verrutscht der Ball so ein Stück weit und damit keine Gefahr für Jan Sommer. Was der FC Kölner mittlerweile ablieferte, war richtig gut. Der Treffer wäre auch möglich gewesen. Borussia Mönchengladbach musste sich noch etwas steigern. Wurde jetzt aber auch zu Beginn des zweiten Durchgangs besser. Oskar Wendt, Laszlo Benesch, Christoph Kramer zu Zakaria und was für ein Tor. 54. Minute, das 1:0 für die Borussia. Super gemacht, oben links rein. Besser kann man einen Treffer kaum erzielen. Und der erste FC Köln wusste nicht mehr davon, wieder ins Spiel reinzukommen. Alassane Plea kommt eigentlich nicht durch. Leistner kriegt den Ball nicht geklärt. Dann muss das die Entscheidung sein. Das 2:0 lag hier mehr als nur in der Luft. Aber Horn macht sich breit und hält das Ding, hält die Partie offen, aber es kam nichts mehr. So endet diese Partie knapp mit 1:0. Durchaus verdient, wenngleich Köln auch den Treffer erzielen hätte können. Auftakt in die Südoststaffel. Der siebte Spieltag wird von 1860 München und Rostock eröffnet. Und es gab ganz früh einen Strafstoß. Siebte Spielminute. Wir schauen da gleich doch mal drauf. Es wurde diskutiert und das wohl auch zu Recht. Sascha Mölders kommt zum Abschluss und dann ist da wohl ein Fuß von dem Rostocker auf dem des 1860ers, aber unter dem Strich eine fragwürdige Entscheidung. Philipp Steinhardt, war es aber egal. Achte Minute, der optimale Start für die Münchner Löwen. Und im Top-Duell Platz 3 1860 gegen Platz 2 Hansa Rostock war der frühe Treffer nicht wirklich prächtig für den Verlauf des Spiels, denn es geschah erstmal nichts im ersten Durchgang. Der FC Hansa Rostock schüttelte sich dann so langsam aber rein hier und kam im zweiten Durchgang besser zur Geltung. Butzen, Neithardt, Butzen legt den Ball in die Mitte, Jean Verhoek kriegt den Fuß irgendwie dran, 58. Minute, Ausgleichstreffer. An Hiller vorbei, aber 1860 konnte auch damit gut umgehen. Verlängerter Eckball von Rieder. Dennis Erdmann am zweiten Pfosten völlig freistehend. Hält den Fuß hin und macht das 2:1. Lang hielt die Freude also nicht an beim FC Hansa Rostock. Es gab noch die Möglichkeit zum Ausgleich. Butzen, Nathai, 88. Hiller aber pariert und hält das Ding damit fest. Der FC Hansa Rostock muss sich das erste Mal in dieser Saison geschlagen geben. Knapp, aber nicht unverdient. Der erste FC Kaiserslautern traf auf den ersten FC Nürnberg. Die Klubberer warten noch auf den ersten Saisonsieg. Im siebten Spiel sollte es dann endlich soweit sein. Der erste FC Kaiserslautern stellte sich erstmal tief rein und wollte abwarten. Der erste FC Nürnberg konnte dann aber Räume finden und sich erarbeiten. Die erste Möglichkeit hier, etwas mehr als eine Viertelstunde gespielt, dann ist Heino dazwischen, der das ganz gut klären kann. Seitenverlagerung von Hack, die mündet in dieser Situation. Nikola Dovedan zieht in den Strafraum ein, bleibt selber im Ballbesitz, holt sich den Abschluss. Doch Lennart Grill ist gefasst auf diesen Schuss und hält das Ding ohne Probleme fest. Die Roten Teufel vor dem Seitenwechsel dann mal in Person von Kühlwetter. Martinia musste beweisen, dass er nicht da hinten eingeschlafen war. Die erste Szene, wo er wirklich gefordert ist. Dann streckt er sich aus und geht auf Nummer sicher, auch wenn fragwürdig ist, ob der aufs Tor gekommen wäre. 0:0 nach 45 Minuten, das konnte den Lauterern besser gefallen, alleine aus der Tabellenposition her betrachtet, aber auch vom Spielverlauf. Die Nürnberger waren richtig gut drin. Und das änderte sich auch nicht im zweiten Durchgang. Michael Frey
nimmt sich den Abschluss von der Strafraumkante. Visiert das Ding aber etwas zu hoch an. Und jetzt springen wir schon in die Schlussphase. Der erste FC Nürnberg weiter hier drauf und dran. Handwerker legt zu Michael frei. Und da ist Hack mit einem absoluten Strahl. 86. Minute, das hochverdiente 1:0 für die Gäste. Stark von Frei weitergeleitet und dieser Schuss oben rechts rein für Grill. Unhaltbar. Nachspielzeit gab nochmal eine Ecke. Hack einmal verlängert von Mavropanos. Am zweiten Pfosten steht Asgar Sørensen. Und der macht in der 97. Minute alles klar und macht damit den ersten Saisonsieg der Franken klar. Und das ist absolut verdient. Nach diesen 90 Minuten gibt es nur einen rechtmäßigen Sieger und der heißt Nürnberg. Der VfB Stuttgart ebenso wie der 1. FC Nürnberg vor dem 7. Spieltag noch ohne einen Sieg. Und jetzt kam ausgerechnet der Tabellenführer in die Mercedes-Benz Arena. Also 3 Punkte gegen 14 Punkte. Stuttgart gegen Mannheim. Sah nicht gut aus für die Schwaben, aber sie machten es nicht verkehrt mit den eigenen Fans hier im Rücken. Klar, Mannheim ist nicht so weit weg, dementsprechend auch da einige Fans dabei. Aber der erste Durchgang konnte hier weder Heim- noch Gästefans wirklich begeistern. Die erste Halbchance oder die einzige haben wir eben gesehen. Im zweiten Durchgang wurde es dann zumindest ein bisschen besser und Waldhof Mannheim fing sogar an, mal mitzuspielen. Das ist Schuster, der lange im Ballbesitz ist, dann zu Guaida spielt. Am letzten Spieltag konnte er treffen. Mohamed Guaida bleibt vor Kobel aber nicht kalt genug und dann vertritt er sich. Da ärgert er sich. Das muss das Ding sein. Super Parade, aber auf der anderen Seite ist der auch eigentlich zu machen. Knapp 10 Minuten noch auf der Uhr. Eckball von der rechten Seite. Stenzel hat den Ball gut und sicher platziert. Waldhof Mannheim macht sich gefasst. Der Ball verlängert. Unglücklich von De Vil auf den zweiten Pfosten. Und da ist Endo, der in den Ball reinläuft und das Ding über die Linie drückt. Am zweiten Pfosten steht er da und aus minimaler Distanz muss er den Schädel hinhalten, gewinnt das Duell und bringt Stuttgart doch in Führung. Es gab nochmal eine Szene, aber auch das für den VfB. Die Davi noch einmal. Königsmann in der 89. ist nochmal in Aktion, kann aber nur noch Ergebniskosmetik mit dieser Aktion betreiben, denn es blieb beim 1:0. Mannheim verliert das erste Mal, Stuttgart holt sich den ersten Saisonsieg und das ist durchaus verdient in aber einer eher unterdurchschnittlichen Partie. Dynamo Dresden hatte den FC Bayern München zu Gast. Es ist ein Mittelfeldduell, aber in dieser Liga ist nach oben und nach unten mit einem Sieg oder einer Niederlage sofort wieder alles möglich. Die Bayern hier aber von Beginn an dominant und in der besseren Verfassung. Da ist Leon Goretzka auf der rechten Seite. Leon Goretzka lange am Ball, sogar sehr lange am Ball, macht es dann selber. Scheitert an Kevin Boll, muss da in die Mitte legen zu Lewandowski. Der war relativ frei und das Tor war dann auch recht breit offen, aber er verpasste den Abspielmoment, machte es dann selber. Aber die Bayern in der Anfangsphase unglaublich stark. Pavard, Flanke, einmal unglücklich von dem Dresdner verlängert. Thiago ist noch mit im Spiel, dann steht Serge Gnabry an richtiger Stelle zum richtigen Zeitpunkt. Wuchtet drauf, vorbei an Kevin Breul. Dresden brauchte, um in die Partie zu kommen, schon fast eine halbe Stunde gespielt. Dann endlich auch mal ein Akzent von ihnen. Wahlquist, Schmidt, Husbauer, Klingenburg zu Horvat. Aber Manuel Neuer macht sich groß und kann den Ball mit dem Oberschenkel irgendwie noch halten. 1:0 für die Gäste nach 45 Minuten. Der zweite Durchgang war dann von Langeweile leider geprägt, wie schon nicht zum ersten Mal am heutigen Tag. Aber es gab dann diese eine entscheidende Szene. Sascha Horvat, 74. Minute. Ein Durcheinander, das nicht geklärt werden kann. Und die Partie und den Spielverlauf nochmal ein wenig umkrempeln. So bleibt es zwischen Dynamo Dresden und dem FC Bayern München beim 1:1.
Zum Abschluss des siebten Spieltags war Eintracht Frankfurt daheim gegen den Karlsruher Sportclub gefordert. Beim KSC läuft es besser als bei Frankfurt, die stehen nur knapp überm Strich. Und der KSC rollte an. Ben Hatira von Hofmann bedient. Ben Hatira, Hofmann ist da. Staubt ab, macht den Abpraller rein. Achte Spielminute. Das 1:0 für die Gäste. Erst Kevin Trapp noch mit einer guten Parade, dann aber chancenlos. Und der KSC machte weiter, nutzte die großen Räume. Ben Hatira scheitert an Trapp. Ben Hatira setzt aber nach und setzt den Ball ins lange Eck. 0:2. Keine Viertelstunde gespielt. Albtraum für die SG Eintracht Frankfurt. Das sah nicht gut aus hier bei der gastgebenden Mannschaft. Und Eintracht Frankfurt das erste Mal nach 38 Minuten wirklich positiv in Erscheinung getreten. Mijat Gacinovic aber zu schwach. Dieser Abschluss gegen Uphoff. Die Fans waren nicht sonderlich begeistert. Die Stimmung trotzdem einigermaßen in Ordnung. Aber auch der zweite Durchgang wurde dann weiterhin von Karlsruhe geprägt. Wir sind schon in der Schlussphase. Der KSC hatte alles unter Kontrolle. Hasebe hier und Dominik Kor, Kevin Trapp, der sich dann gleich dieses Malheur erlaubt gegen Vanicek, schießt ihn an. Marvin Vanicek ist aber nicht eigensinnig, sondern legt nochmal zu Babacar Gaye rüber. 87. Minute, das 0:3 dann auch standesgemäß. Tut dem Frankfurter Fan sicherlich weh und damit klettert man in der Tabelle natürlich alles andere als nach oben. Damit ist der Spieltag beschlossen. Karlsruhe gewinnt verdientermaßen mit 3:0 gegen Eintracht Frankfurt. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zur nächsten Episode dann am Dienstag, wahrscheinlich der achte Spieltag. Bis dann und adios.